Der Frickenhäuser See. Eine Oase für alle, die Ruhe und Erholung suchen. Und ein Geheimtipp mit Geschichte. Denn alles könnte so schön sein, wenn der See nicht ein dunkles Geheimnis hüten würde. Ab und an tauchen hier merkwürdige Tiere auf. Sie sollen einst in einem Germanentempel gewohnt haben, der Göttin Fricka geweiht war. Als dann die Gegend aber christlich wurde, tat sich sofort ein Höllenschlund auf, ein Abgrund. Und hat den gesamten Tempel mit nach unten gerissen. Es blieb zurück nur ein großes Loch, das mit Wasser gefüllt war. Das ist quasi das bayerische Loch Ness. Und noch heute, so sagt die Legende, wenn man genau hinschaut in der Vollmondnacht, dann sieht man diese rätselhaften Tiere im Wasser rumschwimmen. Alles Quatsch? Vielleicht. Roland Eichhorn vom Landesamt für Umwelt erzählt diese Legende jedenfalls gerne. Aber die Besucher lassen sich davon nicht abschrecken. Ja. Für sie ist der See etwas ganz Besonderes. Es fühlt sich heimelig an. Man ist so richtig geborgen in der Natur. Und ganz besonders in der Früh, wenn noch nicht so viel Betrieb ist, bin ich besonders gerne hier. Man kann die Stille genießen, die Natur, die Vogelstimmen, das Wasser. Auch aus geologischer Sicht ist der See einzigartig. Hier hat sich vor Millionen Jahren die Erde bewegt und dadurch einen tiefen Riss erzeugt. Genau an dieser Stelle lagerte tief unten am Boden sehr viel Salz. Das heißt, das Wasser konnte dann bis zum Salz vordringen, hat das Salz weggelöst. Es entstand ein riesiger Hohlraum und irgendwann gab das Dach von dem Hohlraum nach. Es plumpste alles nach unten, also entstand ein riesiges Loch. Jetzt der schöne Frickenhäuser See. Mit einer Fläche von gut einem Hektar ist der See relativ klein und doch ist es der größte natürliche See in der Region, ohne überirdische Zu- und Abflüsse. Also in Unterfranken gibt es so einen See kein zweites Mal. Dieses kreisrunde Loch, 28 Meter tief, in so einer idyllischen Umgebung gelegen. Es ist eines der 100 schönsten Geotope von Bayern und ein Ausflug wert. Baden ist hier nicht ausdrücklich erlaubt. Das heißt, man stürzt sich auf eigene Gefahr in die Fluten. Das Ufer fällt steil ab, deshalb eignet sich der See nicht unbedingt zum Planschen für Kinder. Den Erwachsenen gefällt es dafür umso mehr. Super angenehm, es ist frisch, aber das tut bei so einem heißen Tag direkt gut. Es hat sich im Vergleich zur vorletzten Woche etwas abgekühlt, nachdem es die letzte Woche so stark geregnet hatte. Spürt man das am See immer sofort, dass die Temperatur etwas zurückgegangen ist, aber es ist immer noch wunderbar zu schwimmen. Wer im Frickenhäuser See seine Runden drehen will, darf also keine Frostbeule sein und sollte gut schwimmen können. Und noch ein Tipp, nehmen Sie sich unbedingt vor geheimnisvollen Tieren in Acht.